Hallo, seid gegrüßt. Heute mache ich mal eine ganz andere Tour. Habe ich euch ja gestern schon erzählt. Heute fahre ich mal nach Frankenberg, Leipzig und wieder zurück hierher. Und das Ganze mit einem Lang-LKW. Ihr seht schon nach hinten, das Ganze ist ein bisschen länger. Das ist ein normaler Maschinenwagen hier vorne. Und da hinten ist dann noch ein Auflieger dran. Gucken wir mal hinter. Ich gehe mal die Woche noch im Einzelnen auf das ganze Geschoss ein. Hier ist so ein sogenannter Dolly, diese Unterstellachse. Und da liegt hier ein ganz normaler Auflieger drauf. Das heißt also, ich fahre jetzt die nächsten 4 Tage mit einem Fahrzeug rum, was 25,25 Meter lang ist. Also dann wünsche ich uns viel Spaß damit. So, ne, dann wollen wir mal losmachen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungewohnt wieder mit dem langen LKW, aber naja, wird schon irgendwie gehen. Wir werden es schon schaukeln, das Baby. Jetzt erstmal Richtung Autobahn und dann nach Frankenberg. Frankenberg abladen, laden und dann geht's nach Leipzig tanken und dann abladen und Leergut laden bei BMW. Das ist natürlich eine tolle ist voll die Umstellung auf so ein Ding. Aber ich bin ja schon froh, dass ich diese Kombination hier fahre mit Maschinenwagen und Auflieger, weil die andere Kombination mit Auflieger, also Sattelauflieger und Hänger hinten dran, fährt sich noch beschissener. Naja, wir müssen das Beste draus machen. Ich gehe mal davon aus, dass das die 4 Tage nur sind. Und dann, ja, schauen wir mal. Normalerweise läuft das Ding genauso hinterher wie ein normaler Hänger. Ist halt bloß nicht 7,50 Meter oder 8 Meter plus lang, sondern ist halt 13,60 Meter lang. Plus die Deichsel vom Auflieger noch. Da ist ja so eine, wie ich vorhin schon gesagt habe, so eine Unterstellachse drunter. Aber ich würde mal sagen, da gehen wir im Laufe der Woche mal auf alles ein. Und wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt es in die Kommentare, dann versuche ich es euch zu erklären. Also jetzt geht es erstmal auf der Autobahn Richtung Chemnitz. Heute habe ich keine Kaffeemaschine dabei, ich habe mir heute Kaffee in der Thermoskanne mitgenommen. Also wenn der alle ist, ist er alle. Dann gibt es keinen mehr, dann kann ich keinen neuen kochen. Weil ich mich hier in dem Auto nicht erst großartig einrichte. Da. Oh, das war hier Dingens. Spurassistent. Das Auto hat ja einen Schnickschnack hier. Das ist ja Vorschrift bei langen LKWs. Bremsassistent, Spurhalteassistent, ist ja alles drin. Naja, der hat jetzt hier ein bisschen mehr zu ziehen, ne? Na, ich würde mal sagen, naja, mehr wie 24 Stunden Ladung insgesamt ist es nicht. Der darf ja insgesamt auch plus 40 Tonnen wiegen. Und da geht ja schon ein Haufen Gewicht ab für das ganze andere Zeug. Der Dolly wiegt was, der Auflieger wiegt was, die Maschine selber wiegt was, die Brücke wiegt was. Also ja, aber es ist schon mehr, als wenn ich mit meinen hier losziehe. Ne? Thank you.
natürlich einen Haufen Sonderbestimmungen, denen dieser LKW hier unterliegt. Zum Beispiel darf er nicht überholen. Obwohl sich da kaum welche dran halten. Und wenn jetzt einer mit 30 vor mir hertümpelt, bin ich mir nicht sicher, ob ich mich an das generelle Überholverbot von Lang-LKWs halte. Also, das muss ich noch entscheiden. Naja, sind wir doch gleich am Kreuz Chemnitz. Es läuft doch ganz gut. Bis jetzt habe ich noch keinen Stau gehabt und ich will es auch nicht beschreien, ich brauche hier keinen Stau heute. Das muss nicht sein. Müssen wir runter. Anders geht's nicht. Wenn ich Frankenberg runterfahre, komme ich nicht durch, da ist gesperrt. Ach, das ist bloß der Ampelstau hier. Das geht ja noch. So, hab ich jetzt hier geschwitzt. Der Mike und der Bertie sind da. Die beste Schicht, die es gibt. Die sind ganz schön flott, die zwei. Da hast du ganz schön zu tun, dass du hin und her kommst. Mein lieber Mann. So, und jetzt geht's wieder raus auf der Autobahn. So, wie sieht's denn aus? Frei. Alles frei, kann ich durchziehen, ohne halten müssen. So, hier ist es finster wie im Poppes. Ihr seht mich jetzt sowieso nicht mehr hier. Ach Mann, wie können denn die Leute mit so dunklen Autos hier leben? Ich verstehe das nicht. Ich brauche nachts ein bisschen Licht in der Kabine. Das kann doch nicht sein. Naja, viel seht ihr ja jetzt nicht von mir, ne? Habe ich mir schon gedacht. Aber ich will euch nicht im Dunkeln tappen lassen. Wie das klingt, ne? Ich fahre jetzt gleich hier auf der A38. Mal gucken, ob ich euch morgen ein bisschen was hier von der Landstraße zeige. Heute musste ich mich selber erstmal zurechtfitzen. Ist nämlich sehr verworren durch die Baustellen. Müssen wir morgen mal gucken, ob ich euch da ein bisschen was zeigen kann, ob irgendwo ein bisschen Licht ist. Aber viel sieht man um die Zeit nicht und von mir sieht man ja sowieso nichts, weil das Auto hier ist finster wie im Entenpoppes.
Also solche Autos nerven mich. Alter, wie kann man denn nur mit so einem Auto fahren? Hier siehst du nichts. Wenn du hier mal eine Trinkflasche suchst oder eine Brotbüchse oder eine Kaffeetasse, du siehst nichts hier. Wie kann man denn nur ein Auto so finster haben? Also ich verstehe es nicht. Naja. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es halt bloß scheiße, wenn ich mit solchen Autos fahren muss. Jetzt geht's aber erstmal hier ins Werk abladen. Ich habe ja hier wieder so eine tolle Nummer vorne drin, wo ich mich nicht anmelden muss, wo ich gleich durchs Werkstor durchfahren kann. Und das ist immer gut. Wenn man so eine Just-in-Time-Nummer hat. Das ist sehr von Vorteil. So. So, dann geht's doch schon gleich ins Werk. Ha! Und nochmal ha! Ich hab einen Trick gefunden. Na, seht ihr mich? Huhu! Ich hab die Leselampe angemacht und hab die so weit gedimmt, dass sie mich nicht blendet. Das also praktisch so ähnlich ist wie mein Licht. Und der Effekt ist, ich habe hier drin ein kleines bisschen Lichtel, so wie ich das mag, und ihr seht mich hier. Und alles ist in Ordnung. So, und jetzt fahre ich nämlich wieder auf die Autobahn und fahre nach Hermsdorf tanken und dann fahre ich nach Elsnitz und habe Feierabend und dann geht's heim zu Lilly und Hunden. Juhu! Die werden sich freuen mitten in der Nacht, wenn ich aufschlag. Es ist vollbracht. Es ist jetzt kurz vor eins und ich bin wieder hier in Teilditz, wo ich heute das Auto übernommen habe. Stellt es jetzt wieder hierher und morgen haben wir dasselbe Spiel. Von hier nach Frankenberg, von Frankenberg nach Leipzig, von Leipzig wieder her. Also, wisst ihr Bescheid? So gegen 14 Uhr geht es wieder los. So zwischen 13 und 14 Uhr, je nachdem, wann das Auto kommt. Und dann düst man wieder nach Frankenberg. Also dann, meine Guten, staunt knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle. Und heute sage ich nicht bis morgen, denn es ist bis heute. Mitternacht ist ja schon durch. Also, ciao. Bella, ciao.